Elisabeth Pleil ist Expertin für Moore am Landratsamt in Bad Tölz. Sie möchte heute zwei Landwirte überzeugen, ihre Moorflächen besser zu schützen. Denn die sind in Gefahr. Optimal wäre auf jeden Fall, diese Entwässerungsmaßnahmen, die vor 100 und mehr Jahren getroffen wurden, zurückzubauen, sodass der Moorboden erhalten bleibt. Werden die beiden Landwirte zustimmen? Sehr schön, dass man die Flächen. Diese Wiese gehört zum Kochelsee-Murnauer Moor und liegt in einem besonders geschützten Wiesenbrütergebiet. Die zwei Landwirte nutzen die Fläche gemeinsam für ihr Milchvieh. Eine nässere Wiese bedeutet mehr Arbeit. Trotzdem haben sich die Landwirte schon Gedanken gemacht. Ja, grundsätzlich überlegt man sich halt Alternativen. Wie kann ich in Zukunft meinen Betrieb also aufstellen, dass der in Zukunft überleben kann oder weiter existieren kann? Ich bin da sehr offen, sage ich jetzt mal. Ich probiere viel aus und lass mich dann, wenn die Sache für mich passt, auch überzeugen. In diesen Entwässerungsgräben soll das Wasser künftig höher stehen. Auf einem kurzen Stück ist es bereits angestaut. So sollten alle Gräben mal ausschauen und die Wiese dadurch nässer werden. Skepsis. Wenn irgendwas nass geborgen wird, heißt, ich habe ja die Gefahr von Schimmel oder Verderbnis, sag ich jetzt mal. Das ist alles nicht unbedingt ideal. Also ideal muss ich eigentlich das ganze Material entsorgen oder in irgendeine Biogasanlage fahren. Inzwischen gibt es finanzielle Unterstützung für Landwirte, die ihre Böden in Moorgebieten wieder vernässen. Der Grund? Die Politik möchte einerseits Klimaschutz, andererseits die Landwirtschaft erhalten. Denn die Torfböden schrumpfen. Ein Moorboden besteht aus abgestorbenen Pflanzenfasern, die noch nicht verrottet sind. Durch den hohen Wasserstand bleiben sie quasi konserviert. Sinkt das Wasser durch Entwässerung ab, kommt Luft in den Boden. Die Pflanzensubstanz verrottet und große Mengen CO2 werden freigesetzt. Damit wird der Torf dünner und dünner, bis fast nur noch Gestein oder eine Tonschicht übrig ist. Wie sieht es auf dieser Fläche aus? Mit einem Bohrstock prüft Elisabeth Pleil die Bodendicke. Wann kommt wohl die Tonschicht? Schwierig, 2 Meter. Sag jetzt mal frech. 50 Zentimeter, 60 Zentimeter. Ja, keine Ahnung. Das Ergebnis? Also ich habe tatsächlich hier schon in den oberen Lagen, in den oberen 10 Zentimetern, einen sehr stark tondurchschlickten Torf. Hier ist schon sehr viel Boden verschwunden. Was der Torfschwund für die Landwirtschaft bedeutet, untersucht das Moorforschungszentrum Weinstefan Triesdorf. Auf dieser Fläche im Freisinger Moos war der Torf mal 4 Meter hoch. Jetzt kommt die wasserundurchlässige Tonschicht bereits nach 2,5 Metern. Wir haben herausgefunden, dass der Moorboden zwischen 0,5 bis 4 Zentimeter pro Jahr sackt. Wenn ihm dieser Boden aber immer weiter wegsackt, gibt es eine sogenannte Endlichkeit der Bewirtschaftung. Und das liegt daran, dass dann bei einem immer tiefer werdenden Profil man näher an den Grundwasserstand drankommt. Die Prognose? Die Moorböden schrumpfen so stark, dass in den nächsten 15 Jahren 25% der landwirtschaftlich genutzten Moorflächen in Bayern nicht mehr wie bisher zu bewirtschaften sind. Oft sieht man an alten Straßen, wie stark die Torfböden geschwunden sind. Als diese Straße gebaut wurde, lag sie auf der gleichen Höhe wie das Moor. Die bayerische Staatsregierung will bis 2040 55.000 Hektar Moorböden wieder vernässen. Kleine Stauwehre in den Gräben lassen das Wasser ansteigen, Rohre führen es wieder in die Fläche. Zur Ernte können die Landwirte das Wasser absenken. Auf den nassen Feldern wachsen Rohrkolben und andere Schilfgräser, die man zu Dämmmaterial verarbeiten kann. Doch noch fehlt eine gesicherte Vermarktung. Das, was die Landwirte brauchen, ist ja einerseits eine wirtschaftliche Perspektive, andererseits eine Sicherheit, dass diese Anbauform funktioniert, dauerhaft funktioniert. In Benediktbeuern züchtet Franz Sindelhauser Wasserbüffel und alte Rinderrassen auf nassen Böden. Vor 30 Jahren wuchsen hier noch Kartoffeln. Wie viel vom Moorboden damals verschwunden ist, bezeugt eine alte Scheune. Philipp Jocher und Florian Jochner haben Fragen an Franz Sindelhauser.
Wie schaut das mit den Parasiten aus? Wasserbüffel sind sehr robust gegenüber Parasiten, also deutlich robuster wie die normalen Rinder. Heute stimmen die beiden Landwirte einer Wiedervernässung ihrer Moorwiese nicht zu. Denn die Förderung ist noch ungewiss. Trotzdem war der Tag ein Gewinn. Ja, wie gesagt, interessanter Tag. Man kann nicht immer den gleichen Stiefel fahren und sagen, das ist richtig. Sondern man muss halt einfach alle, in alle Bereiche mal seine Fühler ausstrecken und sagen, ja, passt zu mir, passt nicht. Elisabeth Pleil wollte ein weiteres Stück Moorland wieder vernässen. Das hat sie heute nicht erreicht. Aber sie ist zumindest mit den Landwirten ins Gespräch gekommen. Ich bin sehr zufrieden, dass wir die Zeit heute so intensiv teilen konnten, um zu sehen, wie kommen wir auf der Fläche eventuell zusammen. Es braucht immer Landwirte, die in schwierigen Zeiten etwas Neues wagen. Und gute Beraterinnen, die sie dabei begleiten. Das war jetzt noch nicht alles. Noch mehr spannende Geschichten aus der Land- und Forstwirtschaft gibt's in der ARD-Mediathek. Und ihr könnt natürlich auch gern unseren Kanal abonnieren. Aktuelle Themen, Geschichten von den Höfen und Herausforderungen für Bäuerinnen und Bauern. Schaut's gern vorbei.